An den 23. Februar 1945 erinnern sich die älteren Menschen in Pforzheim noch mit Schrecken. Ein Bombenhagel der Alliierten zerstört im Krieg fast jedes Haus. Tausende Menschen sterben im Feuersturm. Das Zerstörungsmodell im Stadtmuseum zeigt, wie Pforzheim nach dem Angriff aussieht. Regelmäßig kommen Schulklassen nach Protzingen, um etwas über die Geschichte Pforzheims zu erfahren. Für die Leiterin des städtischen Kulturamts, Dr. Isabel Greschert, ist es ein wichtiger kultureller Auftrag, das Geschehene lebendig zu halten. Wer seine Geschichte nicht kennt, der hat tatsächlich vielleicht ein Problem, sich zu identifizieren mit dieser Stadt, als Bürger dieser Stadt. Wenn man über die Geschichte etwas weiß, dann fällt es viel leichter, die Stadt zu verstehen, auch die Stadt so zu verstehen, wie sie heute sich darstellt. Dieses Modell zeigt, wie die Pest im Jahr 1501 in Pforzheim wütet. Fast die Hälfte der Bevölkerung stirbt an der furchtbaren Krankheit. Die Beerdigung der Toten wird zum Problem. Dazu hat sich ein Verein gegründet. Die haben die Verstorbenen abgeholt in ihren Häusern, haben sie auf den Friedhof gebracht und ihnen ein letztes löbliches Lied gesungen. Das waren die löblichen Singer. Und da es diesen Verein heute noch gibt, ist das der älteste Verein der Stadt Pforzheim. Das Stadtmuseum zeigt aber auch den technischen Wandel in der Stadt. Dieser Motorwagen erinnert an die erste Fernfahrt eines Automobils. Bertha Benz ist 1888 von Mannheim nach Pforzheim gefahren. Und es gibt auch fast vergessene Geräte zu entdecken. Ja, bei diesem Gerät hier handelt es sich um einen sogenannten Detektorapparat Anfang des 20. Jahrhunderts. Das war ein einfacher Bausatz, den man relativ günstig erwerben konnte. Und so man sich einen Radio nicht leisten konnte, hat man eben sich diesen Detektorapparat zusammengebaut. Und man konnte also ohne Strom den Sender über die Kopfhörer empfangen. Das Museum erzählt außerdem, wie die Pforzheimer früher ihr Geld verdienten. Neben den Goldschmieden gab es auch viele Flößer und Gerber in der Stadt. Und wer sich von dem Rundgang durch die Pforzheimer Geschichte etwas entspannen möchte, kann dies im idyllischen Kräutergarten des Museums tun oder im Biergarten im alten Pfarrhaus. Das Stadtmuseum ist im letzten zusammenhängenden historischen Areal der Stadt untergebracht. Dort kann man auch das Protzinger Figurentheater Raphael Mühle besuchen. Ein Plus für die Katz. Eine ausgekügelte Bühne und rasche Szenenwechsel geben dem Stück Kater ohne Frühstück einen ganz besonderen Drive. Mit sämtlichen Finessen des Figurentheaters vertraut, haucht Raphael Mühle seinen Marionetten, Stab- und Stockfiguren Leben ein. Alle Figuren sind selbst ausgedacht und in eigener Regie gefertigt. Auf der Bühne des Figurentheaters Pforzheim werden sie dann zu echten Charakterdarstellern. Der Kater ist ein ganz eigenwilliger, sturköpfiger Typ, der einen Krieg führt gegen den Wetterhahn und da durch missliche Umstände schwer in Bredouille kommt in dieser Nacht. Und da trifft er dann verschiedene Leute, die so nachts auf der Straße sich herumtreiben und die ihm mehr oder weniger helfen. Er ist schon ein bisschen so ein Clochard, der so auch in die dunklen Ecken der Stadt kommt. In der Welt des Figurentheaters ist Raphael Mühle, der in Stuttgart Figurentheater studiert hat, zu Hause. Er liebt die Herausforderung und hat auch keine Schwierigkeiten, ungewöhnliche Konzepte und Inszenierungen auf die Bühne zu bringen. Für mich fast so eine Art Berufung. Also für mich ist das wirklich Lebensinhalt, Lebenselixier. Ich gehe darin auf in den Beruf. Figurentheater finde ich einfach nochmal für die Erwachsenen auch so eine Bereicherung, weil es steht nicht ein Schauspieler auf der Bühne, sondern irgendwelche gestaltete, also bildnerisch gestaltete Figuren, die meistens sehr ausgeprägt für die Rolle dann auch stehen. Die Arbeiten für ein Stück, also Text schreiben, Kulisse bauen, Figuren entwerfen und vieles mehr, dauern bei Raphael Mühle erfahrungsgemäß 9 Monate. Also genauso lang wie eine Schwangerschaft. Ja, guten Tag, hier ist die Bürgersprechstunde von Oskar Schneiders. Meine Frage bitte. Das Figurentheater hat in der Goldstadt einen hohen Stellenwert. Mit der Marionettenbühne Mottenkäfig steht dem Profi Raphael Mühle noch ein aktiver Amateurverein zur Seite.
man teilt sich einen Bühnenraum. Heiß begehrt sind die Figurentheatertage für Kinder im Reuchlinhaus und das von Raphael Mürle organisierte internationale Straßentheaterfestival in der Fußgängerzone, das regelmäßig im Sommer stattfindet.